Die Haushalt ist doch kein Problem, meint ein Mann. Das bringt die Haushalt, macht mir doch bequem, meint ein Mann. Auch am Herdenrechten Mann sein Mann kann stehen. Man muss nur wählen, meint ein Mann. Das bringt die Haushalt, könnt er mir ruhig überlassen. Er hat keine Ahnung, so ein Mann. Aha, der neue Bereichsleiter müsste 35 sein. Ich bin tatsächlich gerade 35 geworden. Wenn? Ich habe im Februar Geburtstag gehabt. Das sind dann also 1, 2, 3, 15 Jahre. Ist gut, Herr Czarner. Ich schicke Ihnen mein Dossier. Auf Wiederhören. Was haben wir noch gehabt? Die, wo der Personalchef vorne besetzt war. Und welche Taste muss ich jetzt wieder drücken für Wahlwiederholung? Das ist nochmal Brucker, grüezi. Sie heißen auch Brucker, so ein Zufall. Sie haben auch eine Stimme, fast wie meine Frau. Sie sind auch meine Frau. Ich darf dir du sagen. Bedienungsanleitung vom Telefon lesen. Mach ich. Bis später. Da ist Brucker. Könnte ich den Herr... Danke. Herr Luginbühl, grüezi. Ich rufe an wegen dieser Geschäftsleiterstelle. Wollen Sie nicht das erste Mal hören, ob ich so einen Job schon mal gemacht habe? Meinetwegen. 50. Ah, sind ein Anruf auf der anderen Leitung? Ich warte so lange. Das zweite Gespräch. Wie geht das jetzt schon wieder? Brucker? Nein, Erich. Du hast jetzt auch ein Handy. Toll, ciao, Erich. Entschuldigung, Fräulein. Ich hatte Herr Luginbühl am Apparat gehabt. Ist übrigens lustig, sie tönen wie meine Frau. Sie sind auch meine. Oh Mist, wo ist denn jetzt der Luginbühl wieder? Da bin ich wieder, Herr Luginbühl. Wie? Ob ich technisch auf der Höhe sei? Sie müssen dringend an ein Meeting. Gut, ich rufe morgen nochmal an. Auf Wiederhören, Herr Czarner. Luginbühl! Luginbühl! Mist. Schon zu spät. Brucker? Du, Schatz, z' Nacht. Grüß dich. Ich stehe schon seit einer halben Stunde in der Küche und raffe mich halb zu Tod. Dann geht's nicht wieder die aus dem Büttel. Kannst denken. Das Telefon ist übrigens super. Die Sprachqualität. Die wenn direkt hinter mir wirst. Sorry, Schatz. Grüß dich. Ich glaube, dann bleibe ich doch nicht um z' Nacht. Jesus, ist das traurig. Bevor ich's vergiss, das hat aus eurem Briefkasten gelegt. Ich glaube, ein tolles Stellenangebot für dich. Schrott und Co. Die suchen einen neuen Betriebsleiter für ihre Hightech-Food-Abteilung. Haben die doch noch geschrieben. Wir bieten Ihnen einen interessanten Nebenverdienst. Zeitungsverträger gesucht. Jetzt ist aber... Halt. Sag nicht. Was ist jetzt wieder? Es muss doch irgendwo... Was? Ein Schnürli. Und wenn man dran zieht, dann sagt es immer wieder, fertig Lust, fertig Lust, fertig Lust. Oder läuft er mit Batterie? Gott sei Dank verkaufst du dich leider. Als Komikerin warst du 2 Tage verhungert. Wir müssen realistisch sein. Er ist ein Mann. Und das ist schon mal schlecht. Das Jahr 1000 gehört der Frau. Heißt das, Elian, dass du dich zukünftig als Frau willst ausgeben? Vor 65 Millionen Jahren sind Dinosaurier ausgestorben. Und jetzt die Männer, die haben es nur noch nicht gemerkt. Wenn Dinosaurier so Frauen hatten wie die, dann sind sie freiwillig ausgestorben. Aber abgesehen davon, im Moment haben immer noch wir Männer die Hosen an. Ihr habt nicht die Hosen an, ihr habt die Hosen voll. Weil die Frauen immer erfolgreicher werden. Und wo laufen die umeinander, all die erfolgreichen Frauen? Schau doch in den Spiegel, dann siehst du eine. Erfolgreich?
muss ich dich darauf aufmerksam machen, dass dein Mann keinen Job mehr findet, während du gerade eine steile Karriere machst. Aha. Und wieso verdiene ich denn so wenig, wenn ich so erfolgreich bin? Du bist tief eingestiegen, aber dafür bekommst du ja laufend mehr Lohn. Ah ja? Wann? Ja, bald. Ist ja klar, dass Elian ihre Boutique niemals genug abwirft, dass sie anständige Löhne zahlen können. Ich bin eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Ich könnte Angela ihren Lohn glatt verdoppeln. Wer es glaubt, wird selig. Kann ja sein, dass du erfolgreich bist. Aber ich ganz sicher nicht. Doch, du bist. Sag mir einen vernünftigen Grund. Du bist erfolgreich, weil... Weil du ab sofort 100 Franken mehr verdienst. Ich sag ja, die Boutique wirft nicht ab. 300. Und ein eigenes Spesenkonto. Und ein Geschäftshandy. Und in einem Jahr Prokura zu zweit, wenn sie so weiter schafft. Super, merci. So. Siehst du jetzt endlich ein, dass deine Frau erfolgreicher ist als du? Zumindest ist sie auf dem besten Weg. Gut. Und wenn du wegen dem heute Nacht nur 5 Minuten länger wach liegst, ist es mir schon wert gewesen. Bis morgen. Ich glaube, ich träume eine Lohnerhöhung. So gut. Merci vielmals. Schön, dass heute wenigstens jemand den Erfolg vorzuweisen hat. Sieht es so schlecht aus? Was soll's? Gott sei Dank habe ich noch den Erich. Wieso der Erich? Dank Erich bin ich in dieser Familie wenigstens nicht der einzige Loser. Max, bitte. Du findest schon wieder eine Stelle. Und der Papst heiratet. Ich bin im Keller und hol Herdöpfel. Hoffentlich überfordert mich das nicht. 300 mehr im Monat. Der Film muss jetzt wahrscheinlich in der Nacht drinnen arbeiten. Like a glorious feeling, I'm happy again. I walk down the lane with a happy refrain. I'm singing, just singing in the rain. Gene Kelly, Singing in the Rain 1952. Erich, bist du ein Wespennest-Kind? Die Probezeit ist überstanden. Vor dir knüllt der neue, fest angestellte Chefmagaziner vom Limelight Videoversand. Chefmagaziner? Ich bin der einzige Magaziner. Also kann ich mir genauso gut Chef sagen. Wahnsinn! Erst 30 und schon ein fester Job. Stanley Kubrick, Steven Spielberg und Erich Dröniger. Wir alle haben unser Leben im Kino gewidmet. Toll. Ich hätte nur noch ein Bitte. Ja? Der Max hat wieder Pech gehabt mit seinen Bewerbungen. Und darum... Soll ich ihm zeigen, wie man es richtig macht? Ja, nicht. Sonst wieder teuer arbeitslos. Aber es wäre gut, wenn deinen Erfolg nicht allzu laut würdest uns besäunen. Warum? Kapiere ich nicht. Ich habe gerade mehr Lohn bekommen. Dank ihm sogar. Du hast deine Stelle auf Sicherheit und er kassiert Absage auf Absage. Ist in Ordnung. Ich halte mich zurück. Gott sei Dank haben wir noch Katrin. Wie meinst du das? Die ist ein Kind, die hat keinen Job und verdient rein gar nichts. Da hat der Max wenigstens noch jemanden, der weniger erfolgreich ist als er. Hey Leute, ratet mal, was für einen geilen Ferienjob ich mir gehangelt habe. Nein, du nicht auch noch. Aber nichts in der Filmbranche, gell? Besser, ich verdiene mein Geld im Schlaf. Wie bitte? Ich war in dem Schlaflabor, wo sie Testpersonen suchen, zum Schlafverhalten von Teenagern untersuchen. Und da kommt man Geld über dafür? 50 Stutz pro Nacht. Du musst einfach dort pennen mit ein paar Elektroden dabei. Cool. Und da sehe ich, du arbeitest in einem Glasseladen. Den ganzen Tag Glasse fressen. So hart. Du hast 2 Ferienjobs. 3. Am Samstagnachmittag hilf ich noch in einem Plattengeschäft aus. Das heisst, wir 3 haben zusammen 5 Jobs. Und der Max? Oh je. Das Beste wäre, ich würde einen von meinen Jobs künden. Da geht es genau auf. Was ging auf? Dann wären es noch 4 Jobs. Das heisst, dass dann jeder in dieser Familie einen Job hat. Statistisch gesehen. Wow! Du schreibst, du bringst ein paar coole Videos mit. Jetzt den Hafenkäse. Wieso? Das ist ganz heißer Stoff. Da hätten wir zum Beispiel den Vorläufer von Jurassic Park. Die Augsburger Puppenkiste mit ein junges Mädchen mit Straps, das sinnlos andere Leute zusammenschlägt und mit einem Ross zusammenlebt. Pippi Langstrumpf. Du hättest lieber so etwas wie K
Kettensägenmassaker Teil 6. Die Rückkehr der lebenden Toten. Katrin, wenn wir so einen Film schauen, dann kannst du nachher nicht schlafen. Wieso sollte ich wegen so einem Bubeli-Zeug nicht schlafen können? Weil ich die ganze Nacht aus dem Schlafen wachen und laut schreie: Hilfe, Hilfe! Brugger? Grüezi, Herr Grüninger. Ja, er ist da, ich rufe. Babs, dein Kopfjäger! Kopfjäger? Sein Headhunter. Der hat von Babs seiner alten Firma den Auftrag bekommen, einen Job zu verschaffen. Hat aber bis jetzt nichts gebracht. Obig, Herr Grüninger. Nein, bis jetzt kein Erfolg. Die Stelle mehr für Bereichsleiter industrielle Backwaren. Erinnert mich sehr an die Katze, die ich letztens auf der Straße gesehen habe. So tot. Toter geht's gar nicht mehr. Haben Sie etwas Neues? Für mich nicht. Aber für meine Tochter hätten Sie eventuell einen Ferienjob. Die hat schon drei, sie hat kein Interesse. Wiederhören. Widerbach? Ich glaube, langsam da läuft eine weltweite Verschwörung gegen mich. Wäre gut möglich. So viel hat sie reingegeben, den Akte X. Müsst es von der Positivseite anschauen? Du darfst daheim bleiben und wir müssen jeden Tag uns und irgendeinen blöden Job machen. Blöder Job? Das sind ja ganz neue Töne. Als Chefsekretärin in einer Boutique zu arbeiten? Das ist nicht einfach. Ich habe gemeint, du seist total begeistert von deiner Arbeit. Von morgen früh bis am Abend spät ist man von schönen und teuren Kleidern umgeben. Sieh da. Kaschmir. Das ist doch ein Traumjob. Das ist alles so oberflächlich. Manchmal würde ich wirklich gerne etwas Sinnvolles machen. Ich weiss genau, was du meinst. Kleider sortieren bei der Caritas oder beim Zivilschutz Belarus? Sag nicht. Und ich habe mir den ganzen Tag von Spielfilmen umgeben. Aber Kino ist doch dein Leben. Zu viel ist zu viel. Rund um die Uhr grinsen einem schöne Frauen an. Meg Ryan, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts. Das Einzige, was mich angrenzt, bist du. Die Weiber verfolgen mich sogar schon im Schlaf. Du träumst doch schon seit Jahren von der Julia Roberts. Wir haben sogar ganz heisse Affäre gehabt. Im Traum. Aber sie ist, glaubt, vorbei. Vorbei? Warum? Seit ein paar Wochen träume ich, dass sie mich mit dem Tom Cruise betrügt. Kannst du mir glauben, der Job ist manchmal wirklich die Hölle. Das ist alles ganz harmlos gegen die scheiß Jobs, die ich in meinen Ferien machen muss. Die Bütze ist so nervtötend und öd. Könnte ich einpennen dabei. Das musst du ja auch. Du hast doch gesagt, du hättest für eine Woche im Schlaflabor angehört. Wenn die andere Arbeit, die im Glasseladen, Tag ein, Tag aus, immer das Gleiche. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Ich denke, du machst den Job nur für drei Wochen. Aber es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Das machen die doch absichtlich. Was? Ihr macht eure Arbeit mies, damit ich mir nicht wie ein Verlierer vorkomme. Ich habe ja gesagt, er schnallt irgendwann. Ist schon lieb, dass ihr mich trösten wollt. Aber ihr müsst euch wirklich nicht verstellen. Gott sei Dank. Ich zum Beispiel, ich könnte den ganzen Tag laut singen, weil ich meinen Job so geil finde. What a glorious feeling, I'm happy again. I walk down the lane. Es langt. Du sagst es. Ich habe die Nase voll. Jetzt mache ich dem Grüninger Feuer unter dem Füdli. Hallo? Herr Grüninger, Brugger noch mal. Nein, Sie hören jetzt zu. Ich komme morgen vorbei und dann liegt das Angebot auf dem Tisch. Sonst erzähle ich in der ganzen Branche, was für eine Pfeife Sie sind. Und wissen Sie, was aus Ihnen denn wird? Ein arbeitsloser Headhunter. Control, Shift, F6. Und die Tabelle ist ausgerechnet.
Das ist doch oberkompliziert. Und mit dem Sommernachabend wird einer der reichste Mann der Welt. Weißt du, Mami, die Welt kann manchmal wahnsinnig ungerecht sein. Was der erst würde verdienen, wenn das eine Logik hätte, nie würde ich abstürzen und einfach zu bedienen wäre. Ibis. Der Babs. Hoffentlich ist sein Termin mit dem Grüninger gut gelaufen. Hallo Familie. Das Familienoberhaupt, eure Ernährer. Der Obermufti ist wieder da. Sammelt euch ehrfürchtig zu meinen Füßen und lauscht, was ich euch zu erzählen habe. Macht's denn so spannend? Wie ist es gelaufen? Hat sich wirklich gelohnt, dass ich gestern ein bisschen ausgerastet bin. Max! Der Gröning hat den ganzen Morgen umtelefoniert und es sieht ganz so aus, als ob sich ein Türchen offen hat. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Heisst das, du schaffst jetzt einem Schlaflabor? Es geht um eine bekannte Schweizer Firma im Food-Bereich, die Omnifood AG, die von einem deutschen Multi aufgekauft worden ist und die man jetzt neu ausrichten muss. Und was macht die Firma? Das hier. Tragtasche. Zum Essen. Hey, das ist eine gute Idee. Tiefkühlgipfeli, Toastbrot, vorgepackte Semmeli und so weiter für Grosskunden. So gut. Sicher etwas Wichtiges. Ist das etwas Wichtiges? Rate mal, von wem die Gipfeli kommen, die du beim Bäcker kaufst. Vom Beck? Aha. Von mir? Von dir? Also nicht persönlich, aber von so einer Firma wie Omnifood AG. Der Beck kauft Rolling und keizt in den Ofen. Fertig. Und die suchen einen neuen Chef? Für einen Produktionsbetrieb. 80 Mitarbeiter. Den gehört? Bis in 2 Tagen muss ich ein Konzept ausschaffen für die neue Ausrichtung. Dann kommt der Gröninger vorbei, wir besprechen es grob und wenn er einverstanden ist, präsentiere ich es der Geschäftsleitung. Und sonst? Wie und sonst? Sonst gibt's nichts zu sagen. Ah, weisst, mit den Details von dieser Sache wollt ihr euch nicht weiter belästigen. Max, ist da aber ein Haken dabei? Ah, lächerlich. Oder siehst du da etwa einen Haken? Bei uns ist definitiv der Wohlstand ausgebrochen. Wie kommst du denn auf die Idee? Weil du zum Morgengipfel seit neuestem aus Amerika einfliegen lässt. Ich will dieser Firma nur zeigen, wie sie ihr Sortiment erweitern können. All die Bachwaren werden in der Schweiz noch nicht produziert. Darum habe ich ein paar Muster aus den Staaten bestellt. Weil die so gute Gipfel machen. Damis. Du bist wirklich ein Spitzenkomiker. Dann kapiere ich nicht. Amis sind die Einzigen, die so einen Gipfel für 2 Rappen machen können. Das ist der Trick. Und dafür sind sie dann kotzgrusig. Kann man nicht sagen. Die Amis wissen auch, wie man die Leute dazu bringt, dass sie meinen, die Sachen seien gut. Wie macht man das? Ja, man tut halt so Sachen drin. Mehl und Hefe. Mehl und Hefe, du bist gut. Was denn? Ja, zum Beispiel E210. Was ist E210? Eigentlich praktisch das gleiche wie E211. Und was ist E211? Und wenn einem das nicht passt, kann man genauso gut E212 nehmen. Also meine Gipfel hat mehr Spezialeffekte als in Titanic und Star Wars. Willst du einen probieren? Den habe ich vorne schon gebacken. Grüezi miteinander. Hättet Sie gedacht, dass es hier E212 drin hat? Wie? Herr Gröninger, grüezi. Grüezi, Herr Drucker. Ich bin gespannt wie ein Flitzbogen, was Sie vorbereitet haben. Da hätten wir das Konzept, bitte. Das Konzept für Betriebsreorganisation. Oh, Entschuldigung. Und alles, was Sie da sehen, ist mein Vorschlag für die neue Produktlinie von der Omnifood AG. Mit dem können Sie die Vorgaben von der Omnifood AG erfüllen. Hat das Gipfel 2 Zacken? Absolut. Sieht gut aus. Doch, doch. Eine Reorganisation nach der klassischen 2-3-4-Regel. 2-3-4? Doppelt so schnell, 3-mal so billig, 4-mal so profitabel. Und 5-mal so schlecht. Immer noch Skrupel? Wissen Sie, früher hat man einfach gute Sachen gemacht. Die Leute haben das gemerkt und die Sachen begeistert gekauft. Es war einmal.
Ich habe fast das Gefühl, sie möchten gar keine Firma leiten. Sondern? Eine Märli-Bühne. Schon gut. Ich will den Job, um jeden Preis. Die Degustationsbrötchen sind fertig. Gehen Sie doch schon mal ins Wohnzimmer, ich komme sofort nach. Nein! Sehr interessant, das Konzept von Ihrem Mann. Was meint ihr, was sagt die Geschäftsleitung von der Omnifood dazu? Also ich sehe die Sache recht positiv. Sehr positiv sogar. So, gibt es etwas Schöneres als warme Gipfel, frisch aus dem Ofen? Das sind jetzt also die US-Backwaren, die Sie in die Schweiz einführen wollen. Sie sehen eigentlich sehr gut aus. Stellen Sie sich vor, mit jedem Biss ist der Konsument rund 40 US-Patent. Stimmt. Schmeckt wirklich nach Papier. Also genau richtig für den Schweizer Markt. Monsieur? Merci, Hanno. Komisch. Mich beißt es plötzlich überall. Erich, wir haben doch erst letzte Woche ein neues Flohhalsband gekauft. Mal ins Badzimmer schauen, was hier los ist. Danke, nein. Jetzt stürzt es schon wieder ab. Wenn ich Mutter von Bill Gates wäre, würde mir wieder mal den Arsch versauen. Komisch. Haben die Gipfel recht Nebenwirkungen? Die einzige Nebenwirkung ist, dass der Aktienkurs von der Omnifood den Himmel donnert. Ah! Beseilien! Ah nein, das bin ich. Was soll das Affentheater? Erich, nimm den blöden Papiersack weg. Nein. Hast du Frankenstein gesehen? Das ist so schlimm, kann es doch nicht sein. Der würde glatt vor mir den Fusik. Cool, ein Monster in der Familie. Heißt das, Sie sind mit dem komischen Typ da verwandt, Herr Brucker? Nur um 300 Ecken rum. Mach nicht so ein Theater. Du verschreckst eh jeden Morgen, wenn du in den Spiegel schaust. No. Erich, nimm's den weg. Tu doch nicht so betupft. Oh. Woher weißt du das? Bibeli. Oh. Darum versteckt er sich. Ich habe ja immer gesagt, Erich sei ein Tüpfelschisser. Yes, dass ich so dringend noch das Buch in die Bibliothek zurückbringen. Pünktchen und Anton. No. Jetzt macht aber mal einen Punkt. Oh. Entschuldigung, Erich, so habe ich es nicht mehr. Jetzt sind wir ja vorgewandt. Jetzt kannst du sie wegnehmen. Meinst du? Und es lacht dann niemand. Sicher nicht. Das sieht wirklich übel aus. Macht nichts draus, so habe ich mit 15 mal uns gesehen. Echt? Ich habe meine Bückeli-Phase auch mit 15 gehabt. Ich bin 14,5. Könnt ihr wirklich Mut machen? Danke für euer Verständnis. Hat euch der Zorro wegen dieser Maske an? Es sieht ganz nach einer allergischen Reaktion aus. Ist irgendwo die Meryl Streep in der Nähe? Die vertrage ich nämlich nicht. Eine Lebensmittelallergie, das geht doch schon wieder vorbei. Oh je. Wird mit dem tiefgründigen Kommentar anreiten, dass das da dem ehrlichen Biber nicht verursacht? Dem Designer Food weiss man nie so genau, was es drin hat. Aber er ist ja nicht daran gestorben, Frau Brucker. Genau, das passiert wirklich nur ganz, ganz selten. Nicht daran gestorben? Was ist der Gipfel? Den ich gescheiden nicht gegessen habe. Ist das dein Ernst, dass du und deine 80 Mitarbeiter so einen Schrott herstellen wollen? Wieso 80? Sind doch nur 40. Du hast gestern gesagt, Omnifood AG habe 80 Mitarbeiter. Nicht mehr lang. Was heisst das jetzt wieder? 40 bleiben. Die anderen 40 werden ausgelagert. Ausgelagert? Wohin? Aufs Arbeitsamt. Das ist doch nicht so schlimm, Frau Brucker. Es sind ja grösstenteils Frauen. Mein Vater, der Steinzeitkapitalist. Max, sag, dass das nicht wahr ist. Das ist ja grossartig. Der Rückhalt, den Sie der Familie geniessen, Herr Brucker. Wie? Nichts gegen meine Familie, klar. Regen Sie sich doch nicht so auf. Man könnte fast meinen, Ihnen sei die Familie wichtiger als die Firma. Versteht sich das nicht von selber? Das ist ein guter. Der ist wirklich... Jesus, Sie meinen das ernst? Logisch. Dann tut es mir leid.
Aber so einen sentimentalen Tropf kann ich der Geschäftsleitung von der Omnifood AG unmöglich als Topmanager empfehlen. Wieder schauen. Wie bitte? Oh Gott, jetzt fängt es bei mir auch noch an. Da, Löcher hat sie schon. Das wär's denn wohl. Ich bin ein Versager. Ein Versager war ich, wenn der Dreck hättest hergestellt und 40 Leute hättest entlassen. Du musst es so sehen, Babs. Einem Haushalt gibt es viele Aufstiegsmöglichkeiten. Vom einfachen Hausmann bis zum Präsidenten der Brocken Familie Holding.